Herzlich willkommen zum Gespräch mit Heike Kann über das spannende Thema die aktuellen Tendenzen in der derzeitigen Zeitqualität. Hallo Heike. Hallo Silke. Warum ist dir dieses Thema so wichtig? Also das Thema finde ich sehr, sehr wichtig, weil wir eine ganz spannende Zeit im Moment haben. Ich beobachte das schon seit Jahren und wir können feststellen, dass wir jetzt in diesen Momenten in dieser Qualität ganz, ganz wichtige Bewusstseinsprozesse durchmachen, die Menschheit. Ne? Mhm. Und wichtig ist einfach auch zu erkennen, dass wir uns geistig in anderen Bewusstseinsebenen bewegen. Okay. Und durch die jahrelangen Erforschungen und Praxiserfahrungen, die ich gesammelt habe, kann ich einfach, ich sage jetzt mal, die Tendenz dazu sehen, dass wir eine herausfordernde, aber auch eine wundervolle Zeit entgegengehen. Mhm. Mhm. Bevor du vielleicht von Praxisbeispielen erzählst, die du sicher hast, was bedeutet es überhaupt, wovon du jetzt erzählen willst? Was ist so wichtig daran, dass wir die Zeitqualität erkennen? Was ist so wichtig daran, dass wir die Bedeutung für uns erkennen? Welche Möglichkeiten gibt sie uns? Die Möglichkeit ist, dass wir unser ganzes Leben, was wir bisher erlebt haben, komplett verändern können, wenn wir wissen, wie es funktioniert und wenn wir es auch praktizieren. Und das ist das, was ich in den letzten Monaten sehr, sehr stark beobachten kann. Mhm. Also ich verstehe dich richtig, dass du meinst, es geht jetzt verstärkt darum, Schöpfer zu sein, dass auch unsere Schöpferkraft und Macht ansteigt. Ja. Und je nachdem, wie wir sie nutzen, ist es stärker als sonst, dass sie Auswirkungen in die eine oder andere Richtung hat. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ich habe beobachtet, dass Menschen, die, ich sag jetzt mal, in ihrem Ego-Programm mit ihren ganzen Prägungen, Erfahrungen und mit ihren ganzen Ängsten und mit ihren ganzen niedrig schwingenden Frequenzen, dementsprechend diese Situation auch anziehen, was auch so ist. Und Menschen, die sich aber immer mehr dem Herzen zubewegen, das heißt alles bereinigen wollen, erkennen, in einem anderen Bewusstseinszustand sind, dass die in dieser Zeit ganz schnell Situationen verändern können, zum Positiven. Das heißt, ich muss erstmal jetzt auch das Bewusstsein haben, dass das gerade, wie ich jetzt agiere oder fühle, nicht gerade förderlich für mich ist. Also ich muss das erstmal erkennen können. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Auf jeden Fall muss ich erstmal erkennen können, dass wenn ich jetzt, ich sage jetzt mal, negativ fühle, obwohl ich das nicht bewerten möchte, wenn ich jetzt traurig bin oder wenn ich jetzt depressiv bin, dass ich das verändern kann und ich dann nicht drin bleiben muss. Okay. Das heißt, es geht nicht darum, dass ich jetzt erforschen muss, unbedingt, warum fühle ich mich so? Nein. Sondern, dass es wirklich in der heutigen Zeit eher angesagt ist, sage ich jetzt mal, zu sagen, ich kann was verändern. Richtig. Also, früher war das so, dass wir erforscht haben, ach, woran liegt das? Und ich muss es transformieren, ich muss es verändern. Das ist aber nicht mehr so. In der heutigen Zeit genügt es eigentlich, wenn wir uns das bewusst machen, oh, ich habe da ein Thema mit, wenn wir uns das bewusst machen, dieses Gefühl kommt von, weiß ich nicht, von irgendeiner Situation her. Und wenn ich dann aber sage, okay, das Gefühl ist da, ich lasse es raus, aber ich trage es nicht mehr. Mhm. Ich wende mich jetzt dem zu, was ich mir wünsche. Und das muss ich jeden Tag praktizieren. Und somit komme ich aus dieser, ich sage immer, Zeitlinie raus. Kannst du uns da ein Beispiel nennen? Ein Beispiel, ein Praxisbeispiel. Ein Mann, geschäftlich ganz unten, privat ganz unten, Beziehung kaputt, psychisch auch sehr angeknackst, finanziell ganz unten, also in allen Bereichen, bricht alles zusammen. Und ihm habe ich zum Beispiel erklärt, woher er seine Themen, seine Dramen, wie das alles zusammenhängt mit den Spiegelgesetzen.
Und dann habe ich gesagt, okay, was er will. Ich habe ihn gefragt, was möchtest du und wo willst du hin? Mhm. Und das war ihm ganz klar. Und dann habe ich ihm erklärt, wie man das verändert, wie er das verwandeln kann. Aber er musste jeden Tag an sich arbeiten. Und das heißt, ich muss die Verantwortung für mich selber übernehmen. Ja. Das wollen ja die meisten Menschen, das sind sie ja gar nicht gewohnt, in die Selbstverantwortung reinzugehen. Das heißt, hier muss ich Gewohnheiten verändern, hier muss ich meine Denkensweise bewusst verändern. Wenn ich zum Beispiel negativ denke, einen Satz negativ, dann setze ich einen positiven dagegen. Und somit hebt sich das auf. Das reicht, wenn ich es mental mache. Ich beschäftige mich mit wertvollen, mit aufbauenden Situationen, Dingen, Menschen, wie auch immer. Und das Wichtigste ist, ich handle aus der Liebe heraus, aus dem Herzen heraus. Auch wenn ich die Liebe in dem Moment nicht spüre oder fühle, arbeite ich dennoch daran, mein Herz zu öffnen für die Liebe. Und hier geht es auch um Vergeben und zu verzeihen. Und wenn ich diese Dinge bewusst praktiziere und das regelmäßig und jeden Moment im Hier und Jetzt bin, kann ich Zeitlinien verändern. Das heißt, ich gehe immer mehr aus diesem alten Muster, aus diesen alten Gewohnheiten und aus diesen Ego-Feldern, wie ich sie immer nenne, gehe ich bewusst raus. Und das ist das, was ich in der Praxis sehe, dass es bei Menschen in dieser Zeit, das war früher nicht so, früher hatten wir so eine Qualität der Dichte, dass das war sehr starr, wenn wir was verändern wollten. Aber jetzt ist es so, dass es sehr schnell geht. Und das beobachte ich bei vielen, die wirklich an sich arbeiten, die wirklich in Vergebung gehen, die wirklich sich dem Positiven zuwenden. Und sich so an die bestimmten Dinge halten, dass die Situation verändern. Das heißt, andere Menschen kommen auf sie zu oder Menschen verändern sich mit denen, also je nachdem. Da geht es aufwärts wieder. Finanziell aufwärts, geschäftlich aufwärts, privat aufwärts, also in allen Bereichen. Und das finde ich einfach von der Zeitqualität wundervoll. Das ist eine wundervolle Möglichkeit, die wir haben, weil wir diese Energie auf Erden jetzt haben. Bloß den meisten ist es nicht bewusst. Die meisten sind immer noch in dem, ich sag jetzt mal, in dem alten Verstandsfeld. Und wenn ich in dem alten Verstandsfeld bin, reagiere ich ja genauso, ne? Das heißt, ich muss kämpfen, ich muss mit Kraft und mit Macht Dinge auseinanderbrechen, damit was Neues passiert. Das brauchen wir aber nicht mehr. Und das ist das, was ich jetzt durch viele Beispiele erkenne und auch durch eigene Beispiele, die ich auch selber praktiziert habe, dass ich daran erkenne, dass die andere Seite, wie ich sie mal so nenne, ich sage jetzt mal die positive Seite, das Licht, die Liebe, wirklich, dass die Kraft da ist. Wir müssen es nur bewusst auch zulassen. Wir müssen es annehmen. Ne? Das ist einfach wichtig. Also das wäre für mich einmal die Kombination, die du sagst, die volle Verantwortung übernehmen. Also jetzt nicht jemand anders beschuldigen oder Beispiel jetzt sagen, jemand anders, bitte nimm mir das ab, entscheide du das für mich, erledige du das für mich. Und gleichzeitig sich aber auch einer Kraft bedienen, die immer da ist, die du eben Liebe nennst. Ja, genau. Und diese Liebe uns quasi unterstützt, in dieser Ausrichtung zu bleiben. Richtig. Und für mich ist diese Liebe, ich kann das nur aus eigener Erfahrung auch sagen und aus dem, was ich auch mit erlebe, für mich ist einfach das ganze Universum oder die Gotteskraft, für mich ist das einfach nur Liebe. Alles ist aus Liebe entstanden. Jeder Mensch ist aus Liebe entstanden. Und das, was wir praktizieren hier auf Erden, mit den ganzen Ego-Programmen, mit dem ganzen Kampf, mit den ganzen Hass, Wut und Zorn und Gegeneinander, das entspricht nicht unserer Wahrheit. Und das ist einfach das, was mir sehr klar und sehr bewusst ist. Das ist einfach meine Wahrnehmung. Und das, finde ich, ist auch ein ganz wichtiger Ansatzpunkt für die Menschen. Also du sagst, das, was jetzt da ist an Wut, Hass, Zorn, Gewalt, entspricht nicht unserer Wahrheit. Was meinst du mit unserer Wahrheit? Der Wahrheit der Menschheit. Also von meiner Erforschung her, von meiner
ich sag mal, Erfahrung her, ist jeder Mensch nur aus Liebe geboren worden. Mhm. Und da gibt es nur Liebe, Frieden, Freude. Und das andere, das alles, was wir erleben, ist wirklich, hat viel mit Manipulation zu tun, mit geistiger Manipulation. Und das konnte ich in diesen letzten Monaten auch sehr verstärkt feststellen. Mhm. Auch bei Menschen, die ich selber kenne. Mhm. Und das hat jetzt auch nichts mit Spiritualität zu tun, das spielt gar keine Rolle, das geht durch die Bank, dass Menschen wirklich reagieren in Aggressivität, in Wut, in Zorn, obwohl sie das eigentlich gar nicht sind. Mhm. Und dann geht es noch weiter, dass viele Menschen dann auch gar nicht bei sich sind. Das heißt, die reagieren einfach halt. Mhm. Und das läuft alles nur über Frequenzen. Mhm. Ne? Das ist einmal dieses Mind-Control, was wir ja auch kennen halt, ne? Ja. Was sehr, sehr stark einwirkt. Mhm. Und dann einfach auch die andere Welt, die ich immer so als Unterwelt bezeichne. Mhm. Ne? Also diese Energie, die ist auch, das hat auch wieder was mit Besetzung halt zu tun. Mhm. Und das ist die Erfahrung, die ich sehr stark gerade in diesem Jahr machen durfte. Und die Kräfte sind nicht ohne, muss ich mal so sagen. Auch von beiden Seiten. Mhm. Und beide Seiten bedienen sich aber nur dem Egofeld. Okay. Das heißt, beide Seiten kommen nicht irgendwie mit dem Herzen in Berührung. Das geht gar nicht. Mhm. Das geht nicht. Das heißt, wenn ich in diesen Feldern bin, ich sage jetzt mal so, ich bin traurig, ich bin traurig, denke an irgendeine Situation und werde dann sehr depressiv und tauche da rein und gehe in dieses Drama rein und dann bin ich schon in einer ganz niedrigen Frequenz, in einer niedrigen Schwingung. Und in dieser niedrigen Schwingung tummeln sich ja auch wieder irgendwelche anderen Energien, so wie ich das so nenne. Und die greifen dann auch wieder auf mich zu und somit kann ich in einem Sog von dunklen Energien hineingezogen werden. Ne? Und dann bin ich nicht mehr bei mir. Und wenn wir uns diese Entwicklung angucken, was generell jetzt los ist, die ganzen Jahre, wir bewegen uns immer mehr zu der Herzenswelt hin. Das heißt, für mich ist es so, dass die Ego-Struktur zusammenbricht. Und das sehen wir im System halt auch. Mhm. Ne? Wir sehen es einfach, dass die alte Welt zusammenbricht. Mhm. Und die Herzenswelt ist die, die einfach jetzt auch die Überhand hat, wenn der Mensch es zulässt. Mhm. Weil die Kraft ist da. Vielleicht ist dem einen oder anderen noch nicht so genau bewusst, mhm, was du jetzt mit Ego-Struktur meinst und mit Herzenswelt. Mhm. Ja. Also Ego-Struktur nenne ich die Welt, die wirklich aus dem Ego-Verstand, ich sage jetzt mal aus der linken Gehirnhälfte kommt. Mhm. Das heißt, ich arbeite wie so ein Roboter, ich bin total wütend, aggressiv, ich manipuliere Menschen, ich bin einfach mit diesen niedrigen Kräften beschäftigt, mhm, Ego-Struktur, teilweise das System, das die Menschen in Sklaverei, in Angst halten will, mhm, all diese Sachen ist, mhm, für mich Ego, das sind für mich künstliche Welten, mhm, das hat nichts mit unserer wahren Welt zu tun, mhm, und das ne, beurteile ich so. Und die andere Welt, die Herzenswelt, ist eben die des Liebens, der Friede, des Miteinanders, das ist auch die Welt, wo wir, wenn wir auf geistiger Ebene gehen, die Engel, andere Sternwesen, wo wir die wahre Welt erkennen können. Mhm. Aber die können wir nur, wenn wir wirklich im Herzen sind. Mhm. Und das ist einfach unsere wahre, ich sag mal, die Wahrheit, mhm, wo wir herkommen. Das heißt, ein Mensch, der seinen Weg verfolgt, der aber ihm nicht gut tut, würde das ja spüren, dass er ihm nicht gut tut. Mhm. Vielleicht anhand von körperlichen Symptomen, mhm, an Reaktionen von der Außenwelt. Wie ändert er das jetzt? Wenn er jetzt merkt, das finde ich ja schon mal ein wichtiger Schritt, ne? Ja. Hier stimmt was gerade nicht, ne? Das, mhm, was ich jetzt als Feedback bekomme und wie ich mich selber fühle, irgendwas stimmt jetzt gerade nicht. Mhm. Und es ist doch dann vielleicht auch deswegen, weil derjenige jetzt nicht so gerade so, wie du auch sagst, nicht bei sich ist. Mhm. Wie komme ich da raus? Wie komme ich wieder zu mir selbst und sage, wie mache ich das? Wie verbinde ich das? Wie komme ich jetzt auf meinem wirklich wahrhaftigen Weg, der mir entspricht? Wie verbinde ich die Intuition mit meinem Herzen, ja, und auch die klare Ausrichtung? Also es ist einmal so, wenn ich fühle, dass ich nicht auf dem richtigen Weg bin,
Dann empfehle ich immer wirklich auch in die Stille zu gehen, ins Herzzentrum reinzugehen. Es ist egal, wie man es macht, ob man es mit Meditation, mit Spaziergängen, also es gibt ja ganz viele Möglichkeiten. Wir müssen einmal wirklich, uns muss bewusst sein, dass wirklich das Herzzentrum unser Kraftzentrum ist. Und in unserem Herzzentrum sitzt, ich sage jetzt mal, der Gotteskern, so nenne ich das. Da sitzt der Gotteskern und da ist ein Raum, der durchaus alles verbindet. Und wir sitzen selber ja in diesem Raum, jetzt nicht im Erdenkörper, in einem Lichtkörper oder wie man es nennt, oder göttlicher Funken. Jeder nennt es ja anders. Und wenn ich da in diesem Herzensraum bin, dann bin ich ja mit allem verbunden. Ne? Dann bin ich mit allem verbunden. Und somit werde ich auch auf meine Bestimmungen hingeführt. Das heißt, es öffnen sich Türen. Also das heißt, zum Ersten muss ich runterkommen, ich muss in die Entspannung gehen. Also ich empfehle das, also in die Entspannung zu gehen, im Herzensraum rein. Und dann ist es so, dass ich ja auch oftmals Impulse bekomme, weshalb bin ich in dieser Situation, weshalb bin ich in diesem Gefühl, weshalb bin ich in diesem Zorn, in dieser Wut, wie auch immer. Und dann muss ich auch wirklich ehrlich zu mir sein. Was verändere ich? Zum Beispiel, wenn ich Beziehung sehe, Paare sehe, die so nebenbei leben, wo es einfach eigentlich nicht mehr funktioniert. Aber die belügen sich selber an. Das heißt, weil jeder irgendwie Angst hat, irgendwas zu verändern, ne? Weil das ist ja dann immer eine große Veränderung, eine Katastrophe und ich weiß nicht was alles. Da muss man wirklich ehrlich sagen und sagen, so, es geht einfach nicht mehr. Und wichtig ist in positiven Dingen dann, also ich sag mal positiv rauszugehen und nicht mit Verurteilung oder Beschuldigungen. Das heißt, wenn ich weiß, woran liegt es, dass ich dann auch bewusst sage, okay, ich verändere jetzt die Gewohnheit. Ne? Zur Ruhe kommen, die Gewohnheit verändern. Schritt für Schritt, das ist wichtig. Und auch auf dem Weg bleiben ist wichtig. Weil wenn ich diesem Herzensweg folge, kommen immer erst Widerstände im Außen. Und das ist eigentlich ganz normal. Diese Widerstände sind ganz normal, weil mein Herz sich öffnet. Das ist wie ein alchemistischer Prozess. Wenn ich den Weg des Herzens folge und ich öffne mein Herz, dann ziehe ich automatisch alles auf feinstofflicher Basis und auch auf irdischer Basis an, was nicht diesem Weg entspricht. Das heißt, die Situation kommt erstmal auf mich zu. Ich werde damit konfrontiert. Und viele gehen dann nicht über diese Grenze. Und es ist wichtig, dann stabil zu bleiben und sagen, okay, ich stelle mich jetzt der Angst oder ich stelle mich der Unsicherheit. Ich gehe jetzt darüber, weil mein Herz sagt ja, mein Gefühl sagt ja. Ne? Und dann ist es so, dass die Situation nochmal kommen kann, aber nicht in dieser Form, in der abgeschwächten Form. Dann bleibe ich wieder standhaft, gehe wieder drüber. Es kann nochmal zum dritten Mal, also wie ich das so, manchmal zweimal, manchmal dreimal kann es passieren, aber dann ist es raus, dann habe ich das nicht mehr. Und ich bin dann in einer anderen Zeitlinie, wie ich das immer so benenne. Das heißt, ich bin in einer anderen Frequenz und ich bin in einer anderen Zeit, weil eine Zeit gibt es ja nicht. Ne? Also jetzt mal zusammenfassend, also ich sage jetzt mal ins Herz gehen, wie auch immer. Natur ist einfach wichtig, die gibt uns Kraft, die Natur gibt uns Kraft. Wichtig sind auch wirklich die Gedanken immer zu verändern. Das heißt, habe ich einen negativen Gedanke, setze ich mental einfach einen positiven Danke dagegen. Da hebe ich die beiden Pole auf, das heißt in die Neutralität. Wichtig ist dann, ich beschäftige mich nur mit positiven, wertvollen, aufbauenden Dingen, auch wenn ich das in dem Moment nicht fühle. Das heißt, ne, ich speise mich ja dann feinstofflich damit, ne? Was weiß ich, mit Musik, mit schönen Dingen, mit Menschen, die mich aufbauen. Und dann ist es so, dass ich immer wieder, wenn dann von der anderen Seite, vom Ego her irgendwas kommt, dass ich emotional immer wieder da rausgehe. Und dass ich dann auch den Menschen immer mit der positiven Sprache behandle oder mit ich sag mal positiv generell, also nicht jetzt im Kampf gehe halt. Das ist einfach wichtig, weil ich muss den Menschen immer sehen, okay, der zeigt mir jetzt gerade, der triggert gerade bei mir was an, aber das ist er ja nicht. Das ist ja nur das Unterbewusstsein halt, ne? Das ist er ja nicht. Also da kommen bei mir gerade so zwei Punkte. So, also einmal, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Problematik mit jemand habe,
der irgendwas in mir antriggert, dass ich nicht in die Aggression gehe, genau, sondern dass ich in meiner Kommunikation ruhig bleibe, sehe, dass es was mit mir zu tun hat und demjenigen quasi jetzt nicht meine Bewertung überstülpe, der ist falsch. Richtig. Was hat das für Auswirkungen, wenn ich sage, der ist falsch? Wenn ich sage, der ist falsch, ist es ja eine Bewertung. Und wenn ich sage, der ist falsch, dann ist es so, du musst dir vorstellen, auf feinstofflicher Ebene ist das wie ein Pfeil. Also wie ein richtiger Pfeil. Ich sage, du bist falsch und werf dir in dem Moment diesen Pfeil in deiner, ich sag mal so, in deine Aura hinein, dieses feinstoffliche Körper. Und somit zerstöre ich etwas bei dir in dem Moment. Ne? Und somit bekomme ich das aber auch wieder zurück in irgendeiner Form, weil das ist eine Bewertung. Der andere Mensch, der kann nur das ausdrücken, was in mir schwingt. Und wenn im Unterbewusstsein eine Angst schwingt, dann kann der andere Mensch mich nur in Angst bringen, sozusagen. Auch unterbewusst, das macht er ja nicht extra, um das auszugleichen. Das ist einfach so. Und wichtig ist auch noch mal, wenn ich jetzt aggressiv bin, das Gefühl muss ich herauslassen. Also ich darf es nicht unterdrücken, das geht gar nicht, weil dann habe ich einen Vulkan in mir. Und das ist auch nicht, ich sag mal, förderlich. Wenn ich das Gefühl habe, ich bin aggressiv, ja, dann lasse ich es raus, aber niemals an einem Menschen. Ich kann ja Sport machen, ich kann schreien oder keine Ahnung, es gibt ja auch so viele Möglichkeiten, ich kann ja so viel machen. Aber das muss ich rauslassen, das lasse ich raus, okay. Und dann sehe ich aber wieder zu, ne? Dass ich vielleicht auch mit Atemtechnik oder mit irgendetwas, dass ich wieder runterfahre, runterfahre. Das ist wichtig. Und dass ich dann mit den Menschen in dieser Energie begegne. Und ich weiß, das ist eine Herausforderung, das ist ganz klar, aber es funktioniert. Und somit heile ich auch auf feinstofflicher Ebene alle Felder, alle Situationen und natürlich auch alles, was ich mitgetragen habe, heile ich oder gleiche ich damit aus, sage ich mal so. Also verstehe das jetzt so für mich, dass wenn ich diesen Weg gehe, so wie du ihn gerade erklärt hast, wir eigentlich wieder zu dem zurückkehren, was du anfangs gesagt hast, dass wir wieder zu unserer Wahrheit, wer wir wirklich sind, zurückkehren. Ja, auf jeden Fall. Also wie ich das so sehe und beobachte, gehen wir wieder zu unserem Ursprung zurück. Und das heißt aber auch, dass unser Bewusstsein sich immer weiter ausdehnt und dass wir wieder zu unserem vollen Bewusstsein kommen, was wir immer schon gehabt haben. Also das heißt, wir hatten alle Fähigkeiten. Unsere Sinne waren vollkommen in Ordnung. Wir hatten alle Fähigkeiten, Telepathie, Hellsicht und ich weiß nicht was alles. Wir hatten alle Fähigkeiten und die sind dann, ich sag mal, in ganzen Milliarden von Jahren unterdrückt, manipuliert und ich weiß nicht was alles worden. Und jetzt ist es so, dass wir wieder zurück zu unserem Kern kommen, zurück zu unserem Ursprung. Das heißt, wir gehen auch mehr in diese... für mich ist immer in das Licht, in die Gottesebene, wie du es benennst, ist eigentlich ganz egal. Aber wir gehen immer mehr zurück und das heißt, wir werden immer mehr lernen müssen, umzudenken, mit Informationen zurechtzukommen. Durch diese Frequenzerhöhung in unseren Zellen, in unseren Körpern, in unserem Geist, auf Erden, ist es so, dass die Dichte sich immer mehr aufhebt. Das heißt, wir kommen immer mehr in feine, lichtere Ebenen rein. Und somit bekommen wir auch immer mehr Kontakte auch zu Verstorbenen, zu Engeln, zu Wesenheiten. Wir sehen andere Farben. Wir werden vom Ego her auch viele Dinge gar nicht mehr begreifen können, verstehen können. Das geht gar nicht mehr. Ja. Und da findet ein ganz, ganz starker Umbruch statt. Und das kann man jetzt schon sehr, sehr stark beobachten. Und ich spüre auch gerade, du findest es auch wichtig, dass die Menschen das wissen, dass da eben eine Veränderung vonstatten geht. Ja, auf jeden Fall. Was ich verstärkt beobachte, ist auch, dass wir jetzt auch gerade in diesen Zeiten, und es kommt darauf an, in welchem geistigen Zustand der Mensch auch selber ist, ohne das zu bewerten, die Menschen, die gerade auch mit den Energien arbeiten, spreche ich jetzt mal an. Die bewussten Menschen, die mit den Energien arbeiten, gerade die
müssen wirklich aufpassen. Und da sage ich jetzt wirklich mal müssen. Oder ich empfehle das. Es muss ja keiner was. Ja. Empfehle ich wirklich aufzupassen, was gedacht wird, was gefühlt wird auch. Wie handle ich? Weil das hat eine ganz, ganz schnelle Auswirkung in der heutigen Zeit. Das ist wie ein Bumerang. Und durch diese Anhebung, durch diesen Aufstieg, will ich ja nicht sagen, wir steigen ja irgendwie auch wieder ab, ne? Aber je nachdem, wie man es sieht. Es ist einfach so, dass wir ganz schnell manifestieren werden können. Und das sehe ich ja auch schon. Das heißt, du denkst an irgendwas und schon ist es da. Also, und das nimmt ganz, ganz enorme Formen an. Und da bewegen wir uns gerade drin. Also je bewusster ich bin, desto mehr ich mich weiterentwickle, desto mehr Verantwortung trage ich. Ja. Aber auch desto wunderbarer offenbart sich mir die Welt. Auf jeden Fall. Also wenn man in andere Bewusstseinsebenen ist, und das kann ich immer nur so aus meiner eigenen Erfahrung auch sagen, es ist einfach schön. Das heißt nicht, dass ich das, was auf der, ich sage mal, auf der anderen Seite, das sehe ich natürlich, was da alles passiert, an Manipulation, an Krieg, an Drama, wie auch immer. Natürlich sehe ich das, ne? Aber ich darf da nicht drauf einsteigen. Das tue ich auch nicht. Weil wir müssen uns bewusst machen, wenn wir darauf einsteigen, in dieser Kraft, dann nähren wir das. Das heißt, oh, wir halten das am Leben. Und das darf auf keinen Fall passieren. Also das heißt, ich kümmere mich nur um aufbauende Situationen. Das heißt, um menschenfördernde Situationen, erdfördernde Situationen, weil das viel, viel wichtiger ist. Weil dieser Evolutionsprozess ist ein ganz starker Umbruch. Und in diesem Umbruch müssen wir wirklich, wenn wir bewusst sind, haben wir auch eine Verpflichtung. Eine Verpflichtung gegenüber auch den anderen. Das heißt, wir können nicht in diesem anderen Bewusstsein zurückgehen. Das geht nicht. Weil dann würden wir einmal unsere Entwicklung, ich sage jetzt mal, behindern und auch die Entwicklung von den anderen. Ganz, ganz klar. Und jeder Mensch, der bewusster ist, wie gesagt, ich möchte es nicht verurteilen oder beurteilen, das ist ja Quatsch, aber der bewusster ist in diesen Zeiten, der hat die Verpflichtung, sei es zu Hause, in den Partnerschaften, bei Kindern, in seiner Umgebung, in der Firma, wie auch immer, auch in dieser Bewusstheit zu handeln. Und das ist sehr, sehr wichtig in der heutigen Zeit. Und wirklich auch sein eigenes Haus, sein eigenes Reich geistig reinzuhalten. Also ich verstehe das irgendwie auch so, dass das, nehmen wir mal, das Feld gerade auch sehr sensibel ist, sehr empfindlich. Ja. Das heißt, es kann auch in verschiedene Richtungen ausschlagen. Genau. Und wir wirklich unsere Macht erkennen, dass wir es in eine positive Richtung wenden oder lenken können. Und dass es auch unsere Aufgabe ist. Und dass wir aber auch, dass es wichtig ist, dass wir fühlen, was ist unsere Aufgabe. Richtig. Also nicht in, ich mache jetzt irgendetwas, also wieder aus dem Ego, das finde ich jetzt schlimm. Genau. Ich handle, weil ich das schlimm finde, sondern wieder zurück zu mir, Wertung rausnehmen. Richtig. Und gucken, werde ich da zum Handeln aufgerufen und dann in welcher Qualität, in welcher Energie tue ich das? Auf jeden Fall. Also das ist auch total wichtig. Es kommt immer darauf an, bin ich im Herzen oder bin ich wirklich irgendwo im Ego oder in dem Durcheinander oder keine Ahnung. Weil die Qualität ist wichtig, weil diese Qualität, die sendet ja auch die gleiche Qualität wieder zurück. Und deswegen wird es immer wichtiger, meiner Meinung nach, darauf zu achten. Und das sehe ich auch anhand vieler Praxisbeispiele, wo wirklich der eine Mensch bewusster ist als der andere, aber der Bewusstere mit seinen Gedanken, mit seinen Gefühlen den anderen Menschen, ich sage jetzt mal nicht willentlich manipuliert, aber schon die Gedanken einspeist. Und das geht ganz schnell in der heutigen Zeit. Und deswegen ist es wichtig, wirklich darauf zu achten. Also, dass ich jetzt von jemand, wenn ich jetzt von jemand positiv denke, der jetzt mal weniger bewusst ist, dann wirkt sich das positiv
auf diesen Menschen aus. Richtig. Wenn ich jetzt aber, wenn mir seine Handlung nicht gefällt und ich verurteile diese dann durch meine Bewusstheit, die ich dann eventuell habe, verstärke ich dann eigentlich das Negative in ihm. Und zwar mehr, als es ein Mensch machen würde, der jetzt nicht in diesem Bewusstsein ist. Auf jeden Fall, und das können wir auch erkennen. Also wir können erkennen, Menschen, die bewusster sind, dass die eine Kraft schon haben und dementsprechend auch wirken in allen Bereichen. Und Menschen, die noch nicht so bewusst sind, dass die Kraft auch das, aber nicht so, ne? Dass das heißt, nicht so verstärkt, ne? Also ich finde es jetzt gerade so wichtig, auch als Botschaft für alle, dass es ist nicht alles festgemeißelt. Nein, gar nicht. Nur weil viele etwas sagen, es geht in eine Richtung, muss das nicht so sein. Nein, richtig, auf jeden Fall. Sondern ich darf mir meiner eigenen Kraft und Macht bewusst werden und die auch wieder annehmen. Und ich hatte vorhin, als du erzählt hast, dieses Bild auch so, eben, dass wir eben ursprünglich alles mal Schöpfergötter in Liebe waren. Genau. Und das dürfen wir jetzt wieder fühlen. Das ist ganz wichtig, dass wir das wieder fühlen. Ja, und wichtig ist auf jeden Fall, dass wir das annehmen. Das ist wichtig. Und dass wir in unsere Selbstverantwortung reingehen. Dass wir auch zu uns stehen und auch uns zeigen, wie wir sind. Und es darf keine Rolle spielen, was irgendjemand denkt. Das muss völlig egal sein. Also wenn wir in einem anderen Bewusstsein reinkommen, dann, ich kann es nur aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dann ist dir das völlig egal. Also dir ist egal, was irgendjemand sagt, was irgendjemand denkt oder so, weil da, du dockst da nicht mehr an, das funktioniert, es geht einfach nicht mehr. Und das ist wichtig, also du lässt dich nur noch vom Herzen führen. Du lebst nur im Hier und Jetzt und lässt dich vom Herzen führen. Und das ist die Leichtigkeit und das ist die, ich sage immer, die andere Seite, die schon da ist, die wirklich da ist. Ne? Und das dürfen wir erkennen und uns wirklich unser Leben gestalten, so wie wir das möchten. Und darum geht es jetzt eigentlich. Also keine Schuldgefühle mehr, kein Drama von irgendwelchen alten Geschichten. Wir müssen da wirklich jetzt rausgehen. Sonst können wir da die nächsten Milliarden von Jahren immer noch im Drama stecken oder in noch schlimmere Dramen stecken. Und wichtig ist, sich von dieser Negativität, das heißt von dieser anderen Ego-Welt, ich sage jetzt mal, auch abzuwenden. Das ist wichtig. Es einfach mal auszuprobieren. Ich sag mal, ich kann viel erzählen, ne? Ich kann ja viel erzählen, aber jeder muss selber seine eigene Erfahrung machen. Das ist wichtig. Ich weiß, dass du nicht nur erzählst. Ne? Ich kenne dich ja schon etwas länger und weiß, dass du wirklich dein Leben so lebst und auch so gewandelt hast. Also, das ist nicht nur erzählt. Und was ich auch so wichtig finde, was für mich auch darin mitschwingt, wir haben jetzt wirklich die Möglichkeit, frei zu sein. Und ich glaube, das ist doch etwas, was sich die meisten wünschen, frei zu sein, wirklich frei zu sein. Ja, also ja, innerlich genau. Frei zu sein und sagen, ne, das mache ich und es macht nichts mehr mit mir. Wenn genau. Ich bin nicht mehr angreifbar, manipulierbar in dem Sinne, ich bin frei. Richtig. Und also ich kann für mich sagen, das ist etwas, was ich als sehr erstrebenswert empfinde. Ja, das ist wundervoll. Und was ich auch schön finde, ist, dass ich wirklich mein Leben selber verändern kann. Das heißt, ich bin nicht abhängig von irgendjemand. Das heißt, ich kann mein Leben verändern, weil die Energie jetzt wirklich auch sehr verstärkt da ist und sie wird sich immer mehr verstärken. Und das ist auch eine gewisse Lebendigkeit. Ich kann mir Wünsche erfüllen, ich kann mir Träume erfüllen und ich kann wirklich dann, und davon bin ich überzeugt, den Himmel auf Erden erleben. Weil der Himmel auf Erden ist da. Bloß es sieht keiner. Also öffnen wir die Hände. Ja, genau. Und genau. Nehmen das Geschenk an, das uns angeboten wird. Ja, genau. Ja. Ich glaube, das ist ein schöner Schlusssatz. Oder was meinst du? Ja, ich finde schon. Also ich finde, das ist ein schöner Schlusssatz. Ja. Wir öffnen die Hände. Genau. Und nehmen in Empfang, was uns jetzt gerade geschenkt wird. Vielen Dank. Und ich danke auch.